Hey Leute und willkommen zurück zum Gestranded Deep. Ich würde sagen, wir braten erstmal unser... Haben wir Platz noch? Ja. Unser, hier, sag schon, Haifleisch, genau. So, ich habe nämlich in meinem ganzen Leben... Ich habe nämlich in meinem ganzen Leben noch kein Haifleisch gegessen. Mal gucken, wie das schmeckt. So. Ich glaube, ich werde diese Folge das Ding hier mal umziehen. Das nervt mich ein bisschen, dass ich mal so weit weglaufen muss. Ach ja, ist okay. So. Einmal Feuer machen. Mittlerweile ist es ja eher kinderleicht. So. Ach, warte mal. Was? Ein Hai bringt drei große Fleisch. Aber ich habe das Fleisch sah klein aus, als ich das rausgenommen habe. Da lohnt sich das ja. Hoppala. Da lohnt sich das ja. Moment. So. Das ist mehr als bei einem Wildschwein. Wie geil. Komm, ich esse das große Ding hier noch eben auf. So. Trinke noch ein paar Schlücke. Und damit sind wir wieder fit. Wie ein Turnschuh. Wir müssen bald wieder auf eine Insel und Palmenblätter sammeln. So, ich guck mal, ob hier vielleicht... Nee, die Dinger sind noch nicht nachgewachsen. Schade. Schade, schade, schade. Perfekt. Kartoffeln sind fertig. So, ich hole dann schon mal Bleche, um unser Feld zu erweitern. Wir haben ja genug. Nein, falsch. Da. Halt. Oh, ist mich runtergefallen. Ist aber auch gefährlich hier. Wo haben wir die Hacke? Wo war die Hacke? Leder. Wo war Leder? Da. Ist ja alles voll. Meine Güte. Dann tue ich das Leder erstmal hier rein. Jetzt wird es wieder durcheinander. Ach Mensch. So. Jetzt aber die Hacke, die war hier. Nein, die war da. Na, wo war die denn? Da. So, dann bereite ich schon mal alles vor, damit das mit den Kartoffeln schnell wird. Sehr schön. Moment. Ist das doof, dass er das nicht gerade macht, ne? Also würde ich auf einer einsamen Insel leben, das ist das Erste, was ich machen würde. Erstmal den Boden begradigen hier. Naja. Es erfüllt seinen Zweck. Sagen wir es so. Dann baue ich hier noch ein Destillat hin. Oder warte mal. Das hier hinten, am Strand. Das soll so oder so weg. Das ziehe ich dann einfach nach vorne. So, und wenn wir hier uns aufhalten und es regnet regelmäßig, dann müssen wir auch nicht so viel gießen. Die Speere tue ich auch erstmal weg, das tue ich auch erstmal weg. So, die Rationen, die kommen eigentlich zum Schiff. Aber die tue ich jetzt erstmal hier zum Essen. Wo war denn das Essen? Hier. Ja, die tue ich da auch erstmal rein. So. Dann machen wir den Strand hier ein bisschen sauber. Wir könnten hier auch einen schönen Pavillon hinbauen. Hier so. Oder? In dieser Größe. Ganz klein einfach. Zum Sitzen, zum Chillen, zum Entspannen. Wie sauber das hier alles in sich zusammenfällt. Schön irgendwie.
So, da ist ja nur noch der Räucherofen und der kommt dann ins Haus. Zwei Räucheröfen bräuchten wir nicht. Wir haben ja nicht so viel Fleisch, was wir auf einmal immer braten müssen. So, die Frage ist, was brauche ich für ein Destillat? Ich glaube, die Frage habe ich noch gar nicht gestellt, ne? Drei Steine. Alter, guck dir das an. Das wird, Leute, das wird. So, drei Steine. Ich weiß nicht, auf welchem Lager, aber ich gucke trotzdem erstmal hier auf unserer Insel, ob wir hier welche haben. Da muss ich die nicht im Lager entnehmen und das müssen wir dann früher oder später auch wieder auffüllen. Aber es sieht hier sehr schlecht aus. Wir haben hier auf jeden Fall wieder Planken und Bleche. Die lasse ich aber erstmal liegen, weil ich erstmal nur Steine möchte. Ne, ich glaube, wir haben keine. Ich habe ja letztens erst welche gesammelt. Naja. Dann ab ins Lager. So, war hier nicht noch irgendwo ein Stein fehl am Platz? Hier war irgendwo ein Stein fehl am Platz. Da. Ah, das war's. Okay. Dum, 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 da, dum. Super, unsere Seile sind auch nachgewachsen. Die pflücke ich gleich mal. Das sieht so scheiße aus. Aber was soll ich machen? Es gibt leider keinen geraden Boden hier, ne? So. Ich überlege hier eventuell noch eine Reihe hinzubauen. Von daher würde ich das hier gerne hier hinstellen. Hier so. Wobei wäre es nicht klüger, das hier so zu machen, aber hier ist ja kein Platz mehr. Das hätte ich hier hin machen müssen und die Felder ringsherum. Ach, komm, ist egal, ich baue das jetzt hier hin. So, gerade bitte. Ja, genau. Ist aber nicht gerade. Mir gefällt das alles nicht, aber ist egal, komm. So, füllen wir auf. So, hier machen wir auf jeden Fall einen Blätterstapel. Nein, das habe ich ihn weggemacht. Moment. So. Joa. Ah, Mist, ich brauche wieder eine Flasche. Das ist die Gelegenheit. Das ist die Gelegenheit. So, wir haben nämlich noch etwas, was wir noch gar nicht gecraftet haben. Verbrauchsgegenstände. Hier gucke ich ja super selten rein. Es gibt hier einmal den Wasserbeutel. Und es gibt hier einmal die Wasserflasche. Ich mache uns eine Wasserflasche. Ja. Wo ist die nachgewachsen? Hinten irgendwo. Da. So. Ach, das hier muss weg. Oh, wie schön viele hier rausgefallen sind. Super. So, dann brauchen wir noch Lehm. Davon haben wir ja noch genug. Oh, mal gucken, wie viel die halten kann. Die war eh längst überfällig, die Wasserflasche. Und so teuer ist sie nicht. Wir könnten eigentlich voll viele davon machen. Oh, Errungenschaft. Make a clay flask. Okay. Aber wo ist die jetzt? Da. So, und wie viel passt da jetzt rein? Passt da noch mehr rein? Wow! Fünfmal! Das ist nice.
Das ist nice. Aber gießen kann man damit ja auch. Naja. So, ich mache die erstmal nicht ganz so voll. Wir müssen das noch ein bisschen aufteilen. Ja, das war's auch schon. Voll gut. Ich fühle mich technologisch mittlerweile echt fortgeschritten. Wir haben einen Krug. Kann man den theoretisch auch als Deko benutzen? Einfach sagen, hier, ich tue den jetzt den. Ja, guck mal, wie schön der aussieht. Also die perfekte Deko. Ja, aber ich behalte jetzt auf der Hand mal. So, warte mal. Was haben wir hier noch? Drei. Das ist genau einer zu wenig für ein Seil. Wir könnten aber... Wir könnten hier noch ein... Moment. Ein Dings aufstellen, wo man Leder herstellen kann. Wisst ihr, wie ich meine? So Lederdinger. Warte mal, wo waren das? Hier, glaube ich. Vier Seile. Nee, das kriegen wir nicht hin. Da müssten wir für reisen und ich möchte gerade nicht reisen. Ja. Die würde ich hier erstmal zusammensammeln mit der Zeit. Die Frage ist... Alter, warte, ich tue die erstmal weg, das Grünzeug. Ne, das war hier. Jo. Die Flasche behalte ich, wie gesagt. Das eine Fleisch kann ich auch auf der Hand lassen. Was sagt das Fleisch hier hinten? Ist fertig? Ja, sieht gut aus. Sehr schön. Na. So, dann würde ich das Feuer erstmal ausmachen. Das wird dann umgezogen nach drinnen. Jetzt habe ich es gemacht. Ich kann das nicht zerstören, warum nicht? Ein weiterer Herstellungsgegenstand hängt davon ab. So einfach. Klare Sache. Können wir das direkt wieder herstellen? War so gut wie... Okay. Dann drückt mir die Daumen, dass ich das in diese eine Nische hinkriege. Oh, das macht richtig Spaß. Oh, wir haben ja hier zum Glück noch... Oh, Gott sei Dank. Das macht richtig, richtig Spaß, hier zu wohnen einfach. Man hat hier so seine Sachen, alles hat hier so seinen Platz. Man hat sich so relativ gut eingerichtet schon. Das macht hier echt Spaß gerade. So, ich gucke nochmal nach hinten an die Kartoffeln. Die wachsen gar nicht so schnell. Da brauche ich eigentlich nicht gucken, ne? Aber die hier kann ich mitnehmen noch. So... Liegt da noch irgendwas? Ja. Jedes Blatt ist wichtig. Okay. Die hier können wir eigentlich auch anpflanzen, ne? Aber wir haben drei davon auf der Insel, das reicht. Und da müsste ich auch wieder gucken, wohin mit dem Platz, ne? Okay. So. Ich wollte hier ein Feuer... Ach, ganz vergessen, dass ich die hier liegen habe. Ich wollte hier so ein Ding hinbauen. Moment. Och. Das mit der Platzierung hier immer... Ich verstehe es nicht. Eben ging es doch gerade. Guck mal, jetzt kann ich es hier hinbauen. Ich verstehe das immer nicht. Ich probiere es mal hier, ob das klappt. Ah, ich hoffe. Das wird knapp. Drei Stöcker brauchen wir noch. Ist das hier eigentlich alles am Baumstamm, was wir hier noch haben? Ich glaube schon, ne? Ja, aber reicht ja erstmal. Wir bauen ja aktuell nicht so viel.
So, drück mir die Daumen. Moment. Ach, shit. Woran liegt das? Der hat in alle Richtungen genug Platz. Hier ist genug Platz, da ist genug Platz. Vielleicht liegt das an der Lampe. Ja, warte mal. Ich mach mal ein bisschen Platz. So. Ja, es lag an der Lampe. Warte. Warte mal. Halt. So kann ich es hinbauen. Wollen wir das so hinbauen einfach? Komm, ich baue das so einfach hin. Hauptsache, es steht drinne. Ja, okay. Naja. Wo ist denn der Stock hin? Hier war doch ein Stock. Keine Ahnung. So, das tun wir dann hier auch mit hin. Das brauchen wir hier am meisten. So. Ein Haken. So, der passt jetzt hier immer noch hin. Ja, wunderbar. Ja, super. Stört mich ein bisschen, dass das jetzt nicht hierhin zeigt, so perfekt in der Ecke so eingerichtet, aber lieber so als gar nicht, ne? So. Das war das. Das Destillat würde ich gerne nochmal umstellen, weil mich das hier stört. Das hätte ich ja, wie gesagt, gerne dort. Aber erstmal esse ich was. Oh, ist das schön. Mal was anderes zu essen außer Kokosnüsse. Ich weiß gerade gar nicht, was ich so machen soll. Ich kann noch mal nach den Kartoffeln gucken. Aber da ich ja auf die warte, wir können einfach auch mal so loslegen. Ich habe erst überlegt, den Gyrokopter zu bauen, ne? Aber den kann man wohl so nicht bauen. Man braucht dafür wohl, also den kann man, man braucht dafür eine Gyrokopter-Einheit. Aber ich habe keine Gyrokopter-Einheit. Deswegen habe ich überlegt, fahren wir dann einfach. Ja, also erst habe ich überlegt, mit dem Gyrokopter rumzufliegen. Wurde mir auch vorgeschlagen. Aber ich glaube, wir machen das einfach mit dem Motorboot. Ja, ich gehe erstmal schlafen. Gute Nacht, Leute. Und schöne Träume und bis morgen früh. So, Folgendes ist zu tun. Wir brauchen Wasser. Und das nicht zu knapp. Ich würde mir gerne noch eine Tonflasche herstellen für unterwegs. Weil, ja, das alles, was ich jetzt mache, dient jetzt eigentlich nur noch zur Vorbereitung einer Reise, ne? Ich hoffe, es regnet bald wieder. Muss ich mich hier um die Felder nicht kümmern. So. So, heute würde ich jetzt noch mal Seile sammeln, auch wenn ich hier nichts sehe. Aber die nehme ich immer mit, sobald ich kann. So.
Warte, hier in der Ecke fallen immer welche rein. Und jetzt grabbel ich blind im Erdreich rum. In der Hoffnung, ich ertaste hier faserige Blätter. Aber ich ertaste gerade nur glatte Blätter. Na gut. So. Heute möchte ich gerne... Warte. Was sagt unser Inventar? Wir haben Steine, die können weg. Die waren hier. Seile, die brauche ich gerade für den Moment nicht. Die können auch erstmal alle rein. Der Stock, der einzelne. Keine Ahnung, der kann erstmal dahin. So. Und so beginnt die Unordnung. Ach, ich habe noch ein Seil. Beziehungsweise eine Schnur. Okay. So, Fleisch. Hier passt noch was rein. Ja, die Reste lasse ich auf der Hand. So. Ich brauche eh gleich wieder was aus dem Lager. Das hier würde ich gerne kurz umbauen. Das stört mich hier, seitdem ich es hingebaut habe, tatsächlich. So, 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 so. So, 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 so. Dann bauen wir das nochmal neu. So, ich glaube, mir fehlt ein Stein noch, ne? Das steht zwar da oben links, aber ich erkenne das immer nicht, weil das viel zu klein ist. Ah, okay, perfekt. So, dann baue ich das jetzt hier in der Ecke. Da macht es am meisten Sinn. Perfekt. Dann fülle ich das nochmal kurz auf. So. Das sind jetzt alles so kleine organisatorische Sachen, die gemacht werden müssen. Damit ich mich hier wohlfühle. So, dann machen wir hier einen Stapel hin. Der Stapel ist dann für die Felder hier. Warte mal, wo machen wir den Stapel denn jetzt am besten hin? Warte mal. Den könnte ich auch hier drauf machen, echt? Ah. Nee, den tue ich hier hin. Aber so. Oder doch hier in der Ecke. Nee. Auf die Felder hätte ich das nicht so gerne. Warte mal. Die Palmsetzlinge kann ich mal eben abreißen. So, die wachsen ja wie gesagt eh nach. Die halt nicht. So, dann machen wir hier einen kleinen Stapel. Halt. So, hier ist ein Stapel angelegt. Da kann ich es einmal komplett entnehmen. Hier, haben wir hier einen Stapel schon angelegt. Ja, wunderbar. Dann fülle ich das hier auf. Der Rest kommt dann hier auf den Stapel, weil hier brauchen wir ein bisschen mehr Wasser. Ja, falsch. So. Ja, das wächst so alles langsam vor sich hin. Aber lieber langsam und stetig als gar nicht, ne? Ja. Wunderbar. Hilfe, ich häng fest. So, die pflück ich mal eben. Die kann man immer gebrauchen. So, wo hatte ich die? Hier. So, was brauche ich für eine Wasserflasche nochmal? Da würde ich gerne eine zweite von bauen. Dann können wir halt, wenn wir beide aufgefüllt haben, dann können wir, ah hier. Dann können wir, was ist das hier eigentlich? Das hier kann ich mal machen. Atmungsbus. Hier gibt es so viele Sachen, die ich noch gar nicht gemacht habe. Gegengift haben wir gemacht, eine Schiene eigentlich auch, aber dann sind wir gestorben, das hat er nicht gespeichert. Aloe-Salbe. Ich möchte Gase machen. Ich warte mal, bis das nachgewachsen ist. Aber ich hätte gern die hier. Ein Seil nur. Und zwei davon und bla bla bla. Okay. Warte. Wie viel habe ich? Zwei. Dann brauchen wir zwei Lehm. So. Dann
Dann haben wir eine zweite. Ach, warte mal. Ja, die kann man stapeln. Nice. So. Achso, das habe ich hier hingebaut. So. Ach, das ist noch voll. Ja, gut. So langsam, ne? Mit dem Wasser. Ich glaube, wenn man so eine große Flasche hat, dann geht das ganz gut mit dem Wasser. So, ich lasse mal ein Fleckchen da unten rechts lasse ich übrig, weil wenn es regnet, ne? Dann müssen wir das kleine Ding da jetzt nicht auffüllen. Hier regnet es ja relativ häufig. So, das reicht auch schon. Das muss ich ja gar nicht gießen, weil sobald ich eine Pflanze einpflanze, haben wir ja schon öfters gesehen, ja, muss die wieder komplett gegossen werden. Dann ist die Erde auf einmal wieder trocken. So, können wir hier noch Seile abbauen? Ich muss mir mal die Location der Dinger hier merken. Sieht nicht so aus, nee. Gut. So, die Frage ist, was mache ich jetzt? Ich muss jetzt auf Kartoffeln warten, damit wir schnellstmöglichst reisen können. Ne, um Benzin, also Kartoffeln für Benzin, reisen wir schnell. Gibt es noch irgendwas, was ich unbedingt bauen wollte? Ich guck mal eben, ob wir noch Sachen im Floß haben. Ich weiß, wie ich die Zeit totschlagen will. Ich hatte doch vor, ein Lager zu bauen, wo wir die losen Sachen so stapeln können. Warte mal hier. Ja, ich wusste, wir haben noch Holz. Da ist noch eins. Okay. Perfekt. Und sinnlos ist das ja nicht zu bauen. Das brauchen wir ja. Für mehr Platz und Ordnung. So, keine Ahnung. Ach, komm. Das ist ja nur temporär. Den baue ich jetzt hier vor. Der wird ja nur wieder abgerissen hier. So. Hauptsache, das Floß ist leer und ich weiß, was wir hier alles auf der Insel haben. An Rohstoffen. So. 1, 2, 3, 4. So, da ist leer, da ist leer, da ist leer, da ist leer. Ich gucke hier nochmal sicherheitshalber, weil ich kein gutes Kurzzeitgedächtnis habe. Hier ist leer, da ist leer, da ist leer. Und hier haben wir nur das hier. So ein Gelöre und so ein Gelöre. Ja. Ja, wunderbar. Das ist also alles Holz, was wir hier haben. So, okay. Blätter, Palmblätter brauchen wir so ja nicht. Genau, stimmt, die wollte ich ja klein machen. So, um unsere Stapel aufzufüllen. So, ich mache die aber da hinten klein am Strand. Da sehe ich die Palmblätter besser. Die losen. So. Es ist die Folge doch länger. Ah, egal. Na komm schon. Ich sehe nichts. Ich hau da voll rein und treffe trotzdem nicht. Ich bin so schlecht einfach. So. Ja, ich habe überlegt, dass habe ich ja angesprochen vor letzte Folge. Sag mal. Das zusammenzuschneiden mit den Kartoffeln, aber ich krieg mich ja doch gut beschäftigt hier. Zumal wir ja das Lager bauen wollen. Wir, ja, nicht ich, sondern wir. Ihr wart auch dafür. Ich habe zwar keinen Beweis, aber ich glaube das einfach mal. Oh, ich sehe hier nichts, ne? So. Nur noch das hier, ne? Oh, ja, sehr schön. So, dann spam ich mal die E-Taste. Krabbel hier mit den Fingern durch einen schönen warmen Sand und erwisch nehme jedes Palmblatt, was ich hier finden kann. Okay. Muss hier nachgefüllt werden? Ja. So. Ja, das ist halt Micromanagement, das muss halt auch gemacht werden. Das machen wir dann einmal, dann sind die Lager erstmal hier aufgefüllt. Dann haben wir die Arbeit dann nicht mehr.
Und wie sieht's aus? Ja. Ihr wächst noch, ne? Ja, macht da fein. Macht da fein. Und hier? Ja. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu ungeduldig. So, ich weiß, wir haben eine Überlänge, aber die anderen Blätter würde ich jetzt auch gerne nochmal vernichten. Und die hier vorne. Hier vorne auffüllen. Die mache ich dann hier platt. So, wenn ich dann welche treffe. Wunderbar. Noch wunderbarer. Am wunderbärsten. Ah, da ist er noch auch. So. Kommt her, meine Blätter. Schon paradiesisch hier. Leider ohne Regen. Den hätte ich sehr gerne. So, warte mal. Wie sagt, was sagt das Destillat hier? Voll. Na gut. Nein. So. Das Gute ist, wir wissen jetzt genau, was wir hier alles haben an Blättern. Wie genau was aufgefüllt ist. Das heißt, ich kann jetzt umso besser einschätzen, wenn wir wieder neue sammeln müssen. Und jetzt warte ich die ganze Zeit, dass die Sachen hier nachwachsen. Weil ich mir so ein Gase machen will, oder Gaze, oder Gatze, ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird. Frag mich nicht. Toll, wir haben ganz schön Durst. Ich nehme mal so eine Nahrungsmitteleinheit zu mir. Wo waren die? Ich nehme eine Kokosnuss zu mir. Und dann eine Nahrungsmitteleinheit. Wo habe ich die hingetan? Da. Ja, so langsam, ne? Unsere Ernährung wird langsam abwechslungsreich. Wir haben... Wow. Kokosnüsse. Paya. Quava. Fisch. Hai. Wird wahrscheinlich wie Fisch schmecken. Ja, und Fleisch. Und das hier. Und genug Wasser. Kann ich nicht trinken? Also doch, linke Maustaste. Ja, ist doch paradiesisch. So langsam wird es hier paradiesisch. Wir haben einen guten Freund dabei, der uns immer anlächelt, wenn wir nach Hause kommen. Ne Wilson. Ich muss hier noch so ein Getränk hinstellen, nur für dich. Der zweite Gase, den ich dann crafte, ist für dich. Wir können hier grillen, wir können hier räuchern. Ja, das mit dem Benzin muss halt nur noch klappen. Aber ich bin auf einem guten Weg. Ach, ich bin so ungeduldig. Naja. Nächste Folge fangen wir dann einfach mal das Lager an. Wo wir dann hier, ne, so unsere Stapel hinstellen können, wie Holzstapel, Blätterstapel, keine Ahnung. Das wird ganz, ein ganz schlichtes Lager. Wo baue ich das am besten hin, wo es nicht so stört? Einfach hier so auf diese Grünfläche? Ja, könnte sein. Baue ich einfach dahin. Wird einfach ein Kasten, nichts Besonderes. Und es regnet! Unsere Felder werden gegossen. Sehr schön. Ja, dann mache ich hier mal ein bisschen zu. Damit es hier nicht so reinwindet. Weil mir ist gerade irgendwie ein bisschen kalt. So. Und da würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir anfangen, das Lager zu bauen. Und da müssten wir langsam genug Kartoffeln haben, um unser Motoreimer aufzufüllen. Vielleicht füllen wir ihn noch einmal auf. Also nehmen noch einen ganzen Benzinkanister mit für unterwegs. Und dann gucken wir mal, wie schnell wir damit fahren können mit dem Motor. Aber ja, das steht noch in den Sternen. Das ist dann noch alles in der Zukunft. Ich verabschiede mich und ja, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.